Hi Ted, this is Uri Geller. I'm wishing you all the best for your theater, your new show, everything that is to do with mentalism, magic, illusion, whatever. A big hug from me and a lot of positive energy to you and to all your friends, all your fans, and all the viewers in your theater. Bye. Aus dem Gloria Kulturpalast in Landau. Die Comedy Couch mit Ted Lewis. Hallo Freunde und Stimmung, herzlich willkommen heute im Gloria Kulturpalast und zur ersten Sendung von Comedy Couch. Ja, wir machen ein Programm hier direkt aus dem Gloria Kulturpalast. Warum machen wir das? Der Gloria Kulturpalast, das ist mein Projekt seit 10 Jahren und wir haben natürlich jetzt in Zeiten von Corona natürlich keine Möglichkeit, irgendwo aufzutreten, Künstler zu zeigen und das Geld reinkommt und wir müssen gucken, dass wir das irgendwie ein bisschen mitfinanzieren. Deshalb machen wir hier ein Fernsehprogramm und ihr dürft am Ende auch gerne etwas spenden. Dazu kommen wir aber später noch. Wir haben Freunde eingeladen, Freunde und Kollegen, mit denen ich selber auf der Bühne stehe, bei dem Karneval, im Fernsehen oder Kollegen, die schon ganz, ganz lange hier immer wieder Gast im Gloria Kulturpalast sind und auch den einen oder anderen, der gesagt hat, Mensch, das ist so ein tolles Projekt, wir wollen das unterstützen, ich schalte mich mal dazu oder ich komme hier einfach vorbei und zeige in der Bühne oder auf der Bühne hier mein Programm. Ja, und ich freue mich jetzt gleich bei der ersten Sendung ganz tolle Leute mit dabei zu haben und das wären... Witz vom Olli. Ausbilder Schmidt. Harry Weinfurt. Und jetzt viel Spaß mit Witz vom Olli. So, jetzt. Für viele ist es ja äußerst ungewohnt, allein Comedy zu machen. Ich selber mache Comedy seit 2011 allein im Auto. Das heißt, ich erzähle, da fängt es ja schon an, ein Stück weit surreal zu werden. Ich sitze allein im Auto und erzähle mir Witze, die ich selber schon kenne. Und dem einen oder anderen ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass ich teilweise wirklich das Bewusstsein verliere. Deshalb ist für mich die aktuelle Situation eigentlich kein Problem. Das heißt, für mich ändert sich nichts. Klar ist, ja, wie soll ich sagen, man hat mehr Feedback, wenn man auf der Bühne steht und Publikum ist da. Aber es ist für mich vollkommen natürlich, ganz allein Comedy zu machen. Mein Psychologe hat einmal zu mir gesagt, Olli, bist du schizophren? Dann sage ich, warum? Dann sagt er, ja, da könnt ihr mal zu viert essen gehen. Ja, über solche Sachen kann ich mir wegschmeißen. Das zeigt vielleicht auch, wie mein Humor gelagert ist. Ich bin auch, ich sage immer, an so einem Abend, wenn ich auftrete, ich bin ja bekannt geworden, weil ich Witze im Auto erzähle. Das ist ja in der Zwischenzeit ein echtes Format geworden, Witze im Auto zu erzählen, heißt Witze im Olli-Style zu erzählen. Ich sitze im Auto und sage, jetzt gibt es aktuell gibt es einen Dienstagskracher, einen Donnerstagskracher und einen Sonntagskracher. Und dann sitze ich im Auto und ich mache nichts anderes als Witze erzählen, die mir Fans schicken. Einfach so ein Paradebeispiel oder in die Kommentare schreiben. Mir hat vor kurzem, ich glaube, es war sogar letzte Woche, einer einen Witz geschickt, der hat mich komplett abgeräumt. Der Schafhirte geht zu seinem Schafscherer und sagt, sag mal, warum redest du eigentlich so auf die Schafe ein, während du die scherst? Dann sagt er, sie müssen entschuldigen, Chef, aber ich war früher Damenfriseur. Das ist meins, das holt mich ab, da bin ich daheim. Ich muss aufpassen, dass ich nicht, ist ja niemand da, weil ich spuck auch also ein bisschen beim Reden. Aber das ist genau mein Humor. Und da sitze ich im Auto und stelle mir das bildlich vor. Und ich habe so, ich sage immer, ich habe so so comicartige Denkweise. Wenn ich meine Bilder vor mein Kopfkino läuft, sieht es immer aus wie ein Comic. Mal sieht es aus wie Lucky Luke, da gibt es so einen schönen Kurzwitz. Werden viele sagen, warum erzählt er jetzt nur Friseurwitze? Aber es gibt immer so Episoden. Ja, Cowboy geht zum Friseur, kommt raus, Pony weg. Und ich, weil meine Auftritte ist einfach so, ich sage, meine Auftritte sind so eine Reise um den Witz, durch den Witz oder mit dem Witz. Und ich erkläre so die unterschiedlichen Dinge, die
was Witze einfach ausmacht. Ich selber habe so echt so Faible für den Kurzwitz. Lange Witze sind für mich immer schwierig, weil ich denke immer, da musst du unglaublich konzentriert sein für den Zuhörer, dass er den Anfang nicht vergisst, sonst weiß er ja am Ende wann er lachen muss. Und deshalb sind meine Witze immer so, Vater-Sohn gehen in den Zoo, der Sohn sagt zum Vater, du Papa, der Gorilla in dem Käfig ist aber hässlich. Da sagt der Vater, Buh, sei ruhig, wir stehen doch erst an der Kasse. Und das ist was, das macht einfach gute Bilder, die Situation kennen viele. Und ich sage dann auch, wenn man beim Auftritt von mir war, dann sieht man die Welt mit anderen Augen. Und jetzt im schönen Landau gibt es ja auch einen Zoo. Also für alle Zuschauer und Zuhörer aus Landau, wenn ihr das nächste Mal in Landau in den Zoo geht, verspreche ich euch, ihr guckt am Kassenhäusli genau nach, welcher Gorilla da drin sitzt. Und so gibt es unglaublich viele Beispiele. Wo ich mir ein Stück weit rausnehme, sind Witze über Politik oder Witze über Rassismus. Bei mir gibt es so Rassismus-Light. Ich selber bin Halbpole, mein Papa ist Pole. Deshalb darf ich auch Witze über Polen machen. Es gibt aber auch Witze über Österreicher, über Schweizer oder Italiener. Aber das andere Thema, das dürfen andere erzählen. Und es gibt so wunderschöne, wie zum Beispiel Österreicher-Witz. Der Anton, der Sohn, kommt heim von der Schule, legt seinem Vater das Zeugnis auf den Esszimmertisch. Der Vater guckt das Zeugnis an und sagt, Jesus, Anton, du bist so blöd wie die Tischplatte. Dann sagt der Anton, du Papa, es hat geklopft. Dann sagt er, warte, ich mach auf. Und da ist auch keiner böse, weil es ist, also selbst Österreicher. Ich habe den Witz, ich habe vor kurzem mal eine Anfrage bekommen vom österreichischen Fernsehen, die haben eine Witzeshow, und habe die Anfrage an mich geschickt und habe gesagt, Olli, wir hätten gern, dass du zu uns in die Show kommst und Witze erzählst. Schick mal einen Bewerbungswitz. Den Witz habe ich hingeschickt, ich habe seither nichts mehr gehört. Ich weiß nicht, ob die damit ein Problem haben, aber das ist so meine Art von Witz, die ich gerne erzähle. Dann habe ich natürlich auch Witze-Themen, zum Beispiel so ein ganz klassisches Thema. Und das sehe ich ja auch, weil ich bin ja vor meinen Auftritten, laufe ja eine halbe, dreiviertel Stunde durchs Publikum und es ist ja wirklich der letzte Auftritt, der ausverkauft war. Da war schon Corona-Zeit, auch wenn ich das Wort nicht gerne in den Mund nehme. Es war in Landau, im Gloria, ausverkauft voll bis zum Anschlag, obwohl da die Situation schon vorher steht. Und ich laufe vorher so dreiviertel Stunde durchs Publikum, weil mich interessiert, wer da ist. Ich erfahre natürlich auch unglaublich viel. Und manche Dinge bleiben auch hängen, wie zum Beispiel hatte ich letztes Jahr in Schramberg einen Open-Air-Auftritt im Sommer im Park der Zeiten. Werde ich mein Leben lang nie vergessen. Denn die Situation war die, ich habe vor dem Auftritt ein Ehepaar kennengelernt, sie Logopädin, er Stotterer. Und die kam auf mich zu und sagte, Olli, das ist ja normalerweise eine Steilvorlage, es reicht für ein komplettes Abendprogramm. Olli, kannst du Witze darüber machen? Und ich, ja, natürlich. So ein Einsteiger, sagt der Patient zur Logopädin, Entschuldigung, kann ich meine Rechnung auch abstottern? Und dann die saß in der ersten Reihe und es war wirklich so, dass die habe schier keine Luft mehr gekriegt. Ich wusste, weil ich vorher mit ihm gesprochen habe, war ein Handwerksmeister da, dessen Frau Friseurmeisterin ist, also auch Handwerksmeisterin. Und er sagt zu mir, Olli, kannst du meine Frau mit dem Friseurwitz überraschen? Und ich, ja, natürlich, da kannte ich den mit dem Schafscherer leider noch nicht, sonst hätte ich den erzählt, aber da gab es einen. Der Rigobert, ich habe ja immer so drei Helden in meinem Witze-Erzählthema. Ich habe ja irgendwann gemerkt, dass ich über Kumpels rede und keiner weiß, wie heißen die Kumpels. Und dann habe ich angefangen, denen Namen zu geben. Der erste war der Rigobert, der zweite war der Helmfried oder ist der Helmfried und der dritte ist der Umberto. Und die kommen immer wieder drin vor. Situation sieht wie folgt aus. Der Rigobert und der Helmfried treffen sich auf der Straße. Da sagt der eine zum anderen, sag mal, hast du mitgekriegt da? Unten am Straßeneck, der Umberto, unseren Friseur, haben sie verhaftet. Da sagt einer, echt, wegen was? Da sagt er, ja, du, wegen Prostitution, Drogen und Waffenhandel. Da sagt einer, Wahnsinn, Mensch, 2, 5 Jahre bei dem Kunde, ich habe nicht gewusst, dass der Friseur ist.
Und das ist für mich so die Champions League. Kurzer Witz, oft auch so Pointe versteckelt sich so ein bisschen, wie es ist ja, jetzt kommt so ein FSK 18 Witz. Aber um das zu erklären, braucht man den. Weil es gibt so Witze, da sagt man, okay, wenn man den Witz gehört hat, es war absehbar, wo die Pointe, wo es hingeht. Situation ist wie folgt. Man kommt zum Urologe. Man kommt zum Urologe. Der Urologe sagt zu dem Mann, was haben Sie denn für ein Problem? Dann sagt der Herr Doktor, ich bin frühzeitiger Ejakulierer. Jetzt kommt ein Insider. Mein Vater hat gesagt, ein Pelznieser. Das kennen heute die wenigsten. Okay, also ich bin frühzeitiger Ejakulierer. Sagt der Arzt, ist doch gar kein Thema. Zieh sich mal aus, ich schaue mir es an. Der zieht sich aus, der untersucht ihn und dann sagt der Arzt plötzlich, ja, und woran hängt es jetzt? Und dann sagt der Patient, ja, jetzt an ihrem Kittel. Und wenn man den Witz kennt, dann sagt jeder, okay, die Pointe hat man kommen sehen. Jetzt kommt aber ein Beispiel, genau das Gegenteil. Also Situation ist fast ähnlich, FSK 18, ja. Der Rigobert und der Helmfried unterhalten sich, sagt der eine zum anderen, sag mal, ihr habt mitgekriegt, du hast ein Verhältnis mit Zwillingen. Man sagte, ja, gell, das ganze Dorf redet drüber, was ich für ein Kerl bin. Man sagt der andere, du, das interessiert mich gar nicht. Was mich interessiert ist, wie kannst du die zwei auseinanderhalten? Dann sagt er, das ist ganz einfach. Sabine, die hat einen Leberfleck und der Horst hat haarige Eier. Und das ist, da sagt jeder, ey, der biegt so scharfkantig ab. Das ist, mit der Pointe hat keiner gerechnet. Und das finde ich, das ist das, was einen guten Witz ausmacht. Klar mache ich auch Witze über Männer, Frauen, habe ich ja gerade vorhin schon angeschnitten, das Thema. Das sind so einfache, wie zum Beispiel Ehepaar sitzt beim Abendessen, sie sagt zu ihm, schmeckt das Essen? Und er sagt, warum suchst du immer Streit? Aber da erlebe ich das, und das weiß ich auch, hier in Landau war genau die gleiche Situation im Gloria. Da sind in der zweiten Reihe Ehepaar saß, ich habe den Witz erzählt, schmeckt das Essen? Warum suchst du Streit? Und sie rammt ihm den Ellbogen ins Gesicht, der Ellbogen in die Rippe und guckt ihn an und macht so. Und das spiegel ich dann, wenn ich auf der Bühne stehe, und dann sage ich, ihr zwei habt auf dem Heimweg noch viel zu besprechen. So, was wollte ich noch loswerden? Ganz entscheidendes Thema. Witze über Senioren. Ich habe eine unglaublich besondere Situation gehabt. Ich habe in Tübingen einen Auftritt gehabt. Und nach meiner Show kam ein 93-jähriger Herr zu mir, ehemaliger Zahnarzt. Der hat mir nach meiner Show zwei Witze erzählt, die ich an dem Abend erzählt habe. Und er hat gesagt, Olli, ich war über 40 Jahre selbstständiger Zahnarzt, aber das war für mich die Krönung. Das waren die besten Zahnarztwitze, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Und ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem hohen Alter nochmal in den Genuss komme, neue Zahnarztwitze zu hören, die mich komplett abräumen. Und dann sage ich, ich habe dann so war im Gespräch mit ihm und dann kam raus, er heißt Johannes. Er hat aber zu mir gesagt, du darfst Johannes und sie zu mir sagen. Dann habe ich gesagt, Johannes, welche habe Ihnen denn am besten gefallen? Und dann sagt er, Mann kommt zum Zahnarzt, nimmt Platz auf dem Stuhl, dann sagt der Zahnarzt plötzlich zum Patienten, entschuldige es einmal, haben Sie Ihre Hand an meinem Geschlechtsteil? Dann sagt der Patient, ja, Herr Doktor, und wir wollen uns ja gegenseitig nicht wehtun. Und der Zweite, und den finde ich einfach noch besser, und viele sagen ja, ah, Olli, oder andersrum, viele vermuten ja so, dass meine Zuschauer, Zuhörer, Männer sind in der Altersklasse von 25 bis 50. Aber es ist viel breiter gestreut. Und bei meiner Live-Show sind es sehr häufig so 50-50 Männer-Frauen. Online ist es mehr männerlastig, aber Live-Show ist wirklich so sehr ausbalanciert. Und deshalb versuche ich da auch so ein bisschen die Balance zu halten. Nicht zu sehr männerfeindlich, nicht zu sehr frauenfeindlich. Und da kam dann so der Johannes, der 93-jährige ehemalige Zahnarzt, mit einem meiner persönlichen Lieblingswitze, und der hat ihn komplett abgeräumt.
85-jährige Frau geht zum Zahnarzt und bevor sie auf den Zahnarztstuhl steigt, zieht sie die Unterhose aus, sitzt auf dem Stuhl und legt das rechte Bein auf die Armlehne. Da sagt der Zahnarzt, aber Oma, Herr Schwelble, du weißt, dass du hier beim Zahnarzt bist und nicht beim Frauarzt. Dann sagt sie, ja, Herr Doktor, aber mein Herbert will sein Gebiss wieder haben. Mein Herbert will sein Gebiss wieder haben. Und dann sind dem Johannes, dem 93-jährigen Mann, der übrigens ausgesehen hat wie OP Hesters, Tränen runtergelaufen vor Lachen. Und das ist mein persönliche, das ist für mich persönlich das Allergrößte, wenn ich sowas live erleben darf. So, jetzt komme ich zu meiner persönlichen Top 5. Komm, wir machen Top 5. Ich wollte eigentlich nur Top 3 machen, meine persönliche Top 5. Mann-Frau-Witz kommt auch drin vor, aber ich bin so ein bekennender Freund des Kurzwitzes und des Arztwitzes. Und die Kombination Kurzwitz-Arztwitz auf Platz Nummer 5. Mann kommt zum Arzt, dann sagt der Arzt zum Patient, treiben Sie Sport, sagt der Patient, Herr Doktor, zählt er auch Sex dazu? Dann sagt der Arzt, ja, dann sagt der Patient, dann nicht. Das muss man sich bildlich vorstellen. Übrigens muss ich an der Stelle sagen, für alle unter 18, die Top 5 sind alle FSK 18. Fast. Platz Nummer 4. Zwei Männer sitzen im Stadtbus nebeneinander, sagt der eine zum anderen plötzlich, entschuldige Sie mal, onanieren Sie gerade? Dann sagt der erste, ja, warum fragen Sie? Dann sagt der andere wieder, wissen Sie, vorne kommt eine Bushaltestelle, da muss ich raus, dann müssen Sie halt Ihren eigenen nehmen. Das war Platz Nummer 4, der ist Legende. Platz Nummer 3. Jetzt wird es ein bisschen frauenfeindlich. Platz Nummer 3. In einer Bar lernen sich ein Mann und eine Frau kennen und sie kommen sich näher und plötzlich sagt er zu ihr, du Zicklinde, hör mal zu, ich muss aber eins sagen an der Stelle, ich komme gerade aus einer langen Beziehung, ich bin aktuell an nichts Festem interessiert. Dann sagt sie, ist gut, dann werden dir meine Oberschenkel gefallen. Oh, jetzt werden viele sagen, Olli, bitte. Aber bin ganz ehrlich, besucht mal eine Show, dann merkt ihr, wie ausbalanciert ich mit dem Thema umgehe. Ich mache jetzt den Beweis, nämlich auf, was war das jetzt? 3, jetzt kommt auf Top 2, ein männerfeindlicher Witz. Männerfeindliche Witze sind im Regelfall sensibler, weil Männer sind ja das zartere Gemüt. Ein Männerwitz, männerfeindlicher Witz, der ist nicht so mit dem Hammer drauf. Frauen können besser damit umgehen, ist meine persönliche Einschätzung. Aber Männerwitze, männerfeindliche Witze müssen sensibel sein. Ja, stellt euch vor, so wunderschöne Bilderreise auf so einer Anhöhe in der Prärie in Nevada stehen 4 große stattliche Büffel, schauen in ein wunderschönes grünes Tal und unten durch das Tal ziehen 20 Büfflerinnen. Weibliche Büffel. 20 weibliche Büffel. Und der jüngste von den 4 Büffeln auf der Anhöhe schreit, die gehören alle mir. Da sagt der zweite Jüngste, hey Junge, kannst du überhaupt zählen? Wir sind zu 4, die sind 20, also jeder von uns kriegt 5. Da sagt der zweite Älteste, also Jungs, ganz ehrlich, mir wird eine reichen. Da sagt der Älteste, Jungs, ich gebe euch einen Tipp. Wenn wir uns nicht bewegen und ganz ruhig sind, kriege die gar nicht mit, dass wir da sind. So sieht ein männerfeindlicher Witz aus. Ja? Weil sonst ist es, Männer können mit dem ganz harten Material nicht umgehen. Frauen sind da ein Stück weit belastbarer. Und jetzt komme ich zu meinem derzeitigen absoluten Nummer 1 Witz. Und da werden viele sagen, ah, Olli, ja, du hast gesagt, das Thema Rassismus, aber ich finde,
Und ich bin ja, wenn ich meine Witze erzähle, sage ich auch bei meiner Show, Sigmund Freud hat gesagt, im Witz ist alles erlaubt, weil es ein Witz ist. Aber ich gehe da ein bisschen sensibler mit dem Thema um. Aber es war ein Witz, der mir so oft geschickt worden ist. Und ich habe dann teilweise auch mit Menschen, die um mich rumleben, gesprochen und habe gesagt, ist der überhaupt rassistisch? Viele haben gesagt, für uns nicht, aber macht euch selber ein Bild. Ja, schreibt mir einen Witz vom Olli oder wie auch immer, per Mail, per Brieftaube, per mundgemeißelte Schieferplatte, whatever. Schreibt mir, ihr könnt mir auch Witze schicken. Ich lebe von meinen Fans, die mir Witze schicken. Aber das war so ein Witz, der in Miami am Flughafen USA Zollkontrolle. Kommt ein dunkelhäutiger Mann mit einem gefälschten Personalausweis an den Zoll, hat ein Foto drin vom Leonardo DiCaprio. Der Zöllner guckt das Foto an, guckt den Typer und sagt am 10. Mal, ruft er so über seine Schulter zu seinem Chef, Chef, kommen Sie mal vor, Sie haben höhere Allgemeinkenntnis als ich, ist Titanic sunken oder abbrannt? Und das ist für mich zurzeit mein Favorite. Wie gesagt, wenn jemand der Meinung ist, es war zu rassistisch, dann möchte ich mich an der Stelle entschuldigen, aber es ist ein Witz und ich finde, der muss und darf erzählt werden. So. Ja, danke Olli, dann komm zu mir gerade runter auf die Couch. Danke für die Unterhaltung. Ich freue mich natürlich riesig, dass du heute hier bist. 2 Kissen Abstand haben wir immer noch. Genau, wir gucken mal, was im Mainz Neues auftut. Oder oh, auch das Niveau ist bei uns ist relativ weit unten. Ne? Das ist gut. Ich würde sagen, wer bei uns auftritt, sinkt tief. Ja, schön, dass du da bist. Du hast ja schon gesagt, du warst bei uns im Frühjahr, da war schon Corona da. Es war bei uns noch nicht bewusst eigentlich, hier mit Knall voll. Du hast, glaube ich, ewig überzogen. Auch es war ein tolles Programm, das Publikum ist ausgerastet. Und du hast ja schon gesagt, ich glaube, du machst es seit fast 10 Jahren jetzt, 9 Jahre. Also ich habe genau angefangen, ich glaube im März 2011. Situation war die, dass ein Freund von mir 2 Jahre vorher nach Neuseeland ausgewandert ist und da kam gerade WhatsApp auf und er, ich weiß es noch wie heute, weil ich im Auto saß und dann hat er mir per WhatsApp geschrieben, Olli, da kann man sich Videobotschaften schicken, erzähl doch mal einen Witz, du warst früher der beste Witzeerzähler. Und ich saß im Auto, hatte nur Zeit, weil ich einen Termin hatte, bin so ein bekennender Freund der Pünktlichkeit und habe gedacht, gut, okay, wie funktioniert das? Mobiltelefon in der Navigationsschacht und dann habe ich, ja, dann siehst du dich ja selber und das, ich war zu der Zeit arg, mir ging es nicht gut, ich hatte Burnout, Depression, das volle Programm und plötzlich so beim Witze erzählen, habe ich mich selber lachen sehen und das ist das, was mir heute noch jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich im Auto sitze und einen Witz erzähle, auch so ein Stück weit fesselt und erfreut, dass es mir so gut geht. Das ist schön. Ja, also wie gesagt, ich habe dich ja auch auf YouTube, kennst du den schon? Ja, ich glaube, so verbreitet sich es auch. Guck mal rein. Du weißt gar nicht, wie viel klickst du manchmal über hunderttausende Millionen, glaube also, ich. Also ich glaube, der beste Witz aktuell, der schwarze Rettichwitz, den ich aber selber nie hochgeladen habe, den gibt es auf verschiedene Plattformen, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, whatever. Ich glaube, der hat die 10-Millionen-Grenze erreicht. Wahnsinn. Und die Verbreitung über WhatsApp kannst du gar nicht so genau greifen, aber nach groben Schätzungen habe ich seit 2011 in der Zwischenzeit die Milliardengrenze geknackt. Hammer. 1 Milliarde Videoverbreitungen. Weißt du, mich hatte mal ein Reporter gefragt, Olli, war der Erfolg geplant? Dann habe ich gesagt, wenn ein Pforzheimer Malermeister mit badischem Dialekt in seinem Auto sitzt, sich selber Witze erzählt, die er schon kennt, dabei lacht, dass man den Witz nicht versteht, die Pointe wiederholt, wenn das planbare Erfolg ist, dann fahre ich morgen mit dem Dreirad Richtung Mars. Und dann sage ich, okay, ich nehme die Frage zurück. Nee, es war wirklich ein Zufallsprodukt, klar. Absolut. Aber man muss ja jetzt auch sagen, ich habe mir auch schwer überlegt, es ging ja dann, damals kamen hier so Touranfragen, Olli, Witz vom Olli auf der Bühne, habe ich mir so überlegt, ist es überhaupt
transferierbar. Ja. Und natürlich, man sieht das ja jetzt hier auch in deinem Stand-up und man hat das hier auch auf der großen Bühne gesehen, dass du ja auch ein bisschen variierst und das macht deinen Charme auch von dir aus, wenn man auch jetzt gemerkt hat, du bist sehr offen mit allem, was du denkst, was du fühlst, wo du dir auch Gedanken drum machst und du erklärst das ja auch immer den Leuten auf der Bühne eigentlich, was dich umtreibt. Das ist eigentlich auch das, was dich sehr menschlich und sehr nah macht. Ebenso auch diese Geschichte aus dem Auto raus. Ich glaube, das ist auch dein Erfolgskonzept, auch wenn es nicht geplant war, aber eigentlich diese Offenheit, diese Ehrlichkeit und einfach, dass man sagt, okay, du hast Spaß am Witze erzählen, an den eigenen Witzen. Ich vergleiche es immer auch mit dem Kollegen Sascha Krammel, das ist Bauchredner generell. Wir haben auch hier den Pascal Huber schon als Bauchredner oder werden ihn noch haben. Das ist einfach so, du bist eigentlich, redest du mit dir selber, erzählst dir Witze und lachst drüber, als ob du ihn zum ersten Mal gehört hättest. Genau. Und trotzdem funktioniert das. Ja. Und das können auch nicht alle. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Witzeerzähler. Für mich ist mir das die Situationskomik, mit der ich umgehe. Klar, ich habe meine Texte. Ich bin gerne im Dialog mit den Leuten. Ja. Ich bin aber ein schlechter Witzeerzähler, vor allem wenn es längere sind. Aber ich glaube, da hast du auch genau das gleiche Problem. Ich kann mir die gar nicht merken. Also ich verhaue da die Pointe auch so konzentriert. Ja. Kurze, knackige, das sind auch so, das geht bei mir. Alles, was länger ist. Ja. Also gerade halt so Witze wie zum Beispiel, kommt ein Mann an einen Kiosk, dann sagt die Verkäuferin im Kiosk, was hätte sie denn gern? Dann sagt er, ich hätte gern den Schokoriegel mit dem Löwe. Dann sagt sie, leihen. Dann sagt er, nee, zahlen. Ja, so, und das reicht mir. Ja, und da speichere ich, weil viele sagen ja, Olli, wie kannst du die Witze alle abspeichern? Und du hast das selber mitbekommen, meine Show geht ja so 2 Stunden 15 plus. Das war sehr viel plus. Das letzte Mal. Aber und ich habe natürlich eine Grundstruktur, aber aufgrund dessen, was ich erfahre von meinem Publikum, ist wirklich jedes Mal situativ, jeder Auftritt. Also es gibt keinen identischen Auftritt. Und bei mir funktioniert halt Witze abspeichern über Bilder. Und wenn ich jetzt so wie hier Süßigkeiten sehe, dann habe ich sofort dieses Thema Lion Schokoriegel fällt mir sofort ein. Genau. Und dann hast du's. Und, oder dein orangener Anzug, so klassischer Holländerwitz, wo die ich habe bei mir gegenüber von meinem Firmengebäude, das ist ein Studentenwohnheim, ich schaue zum Fenster raus, war letztes Jahr im Spätsommer, sehe zwei Austauschstudenten im orangenen Trikot auf der Straße Fußball spielen. Und ich schaue genauer hin und sehe, die spielen nicht mit dem Ball, sondern mit einer lebenden Katze. Ich raus auf die Straße, wollte die Katze retten, habe ich mitgekriegt, die Katze führt 1-0. Der ist gut, den werde ich mir mal so im Hinterkopf behalten. Und das ist so mein Thema, dass ich Bilder abspeichern kann und wenn ich vor dem Auftritt Impulse bekomme oder wenn ich selber beim Witze erzähle, weißt du, mir falle ja, das ist ja also der absolute Irrwitz, dass ich habe das ja nicht gestohlen, sondern mein Vater war, der ist leider vor 7 Jahren gestorben, der hat den ganzen Hype nicht mitbekommen. Der wäre mega stolz, aber das war für mich der begnadetste Witzeerzähler ever. Der hat mir, glaube ich, in meinem Leben 5000 Witze erzählt. Und es war einfach so, dass ich bin Jahrgang 1963, 20. April 1963 geboren. In meiner Jugend, das war so 73, 74, 75, wenn wir eingeladen waren oder wir waren Beispiel, kann ich mich noch daran erinnern, Sommerfest vom Tischtennisverein. Ja, dann war die Situation einfach die, dass die Menschen dort gestanden sind, wo einer stand, der Witze erzählt hat. Das hat irgendwann mal verloren. In der Zwischenzeit hat es wieder so Renaissance erfahren. Und ich freue mich auch, dass auch meine Comedian-Witze-Erzähltätigkeit dazu führt, dass viele wieder darüber nachdenken und sagen, boah, was haben wir uns früher für Witze erzählt? Wie hieß der nochmal? Und die schreiben mir das. Und da kommen teilweise halt auch Uralte raus. Und viele sagen, ja, so einen alten Witz kann man denn überhaupt erzählen? Sage ich, ja, weil Witz ist auch ein Stück weit Kulturgut. Und ich finde, so das Kulturelle muss man auch pflegen, auch Mundart muss man pflegen. Viele sagen, ja, Olli, wenn du in Hamburg oder Berlin auftrittst, funktioniert genauso. Ich habe zwar in Berlin die Situation gehabt, Entschuldigung, dass einer nach dem Auftritt sagt,
Olli, ich habe zwar nichts verstanden, aber ich habe trotzdem gelacht. Ja? Und das ist das, was es ausmacht. Ja? Genau, genau. Ja, das ist, wie gesagt, ich find das immer cool, wenn man vom Publikum, also es ist natürlich live was anderes. Wie gesagt, du bist ja auch selbst genug, du lachst selber mit dir. Ja. Für mich ist es ganz schwierig, wenn du das Publikum nicht erreichst. Oder man hat ja auch jetzt gerade Karneval oder sonst irgendwo so Tanzflächen direkt davor, so wie man so schön sagt, so einen emotionalen Todesstreifen von 5 bis 10 Metern und hinten dran sitzt das Publikum und du kriegst das Feedback gar nicht und dann schaukelt sich es auch nicht richtig hoch. Ja. Deshalb, wie gesagt, ich finde es ganz toll bei dir live, da ist das nochmal eine ganz andere Ebene. Es ist eine ganz andere Art, auch wenn du Witze erzählst, aber es pusht sich extrem nach oben. Aber ich habe jetzt mitgekriegt, wir haben uns ja schon ein bisschen drüber unterhalten, du bist ja jetzt auch relativ aktiv, was Fernsehen betrifft. Das heißt, du hast momentan in der Krise, für dich gar keine Krise und auch gar keine, sagst du, sagen, okay, ich komme mal runter, wie Rolf Miller das jetzt gerade erzählt hat. Der hat ja gesagt, ja, ich habe auch mal so ein bisschen Zeit, mal ruhiger zu werden, nicht immer den Stress. Aber bei dir geht es gerade weiter. Magst du uns da noch kurz was drüber erzählen? Also es sind natürlich mehrere Dinge, die gerade laufen. Also was vielleicht die wenigsten wissen, ich bin ja nach wie vor ca. 75% meiner Tätigkeit in meine Handwerksfirma. Ich mache Unternehmensberatung. Ich schreibe jetzt gerade an meinem zweiten Buch. Ich bin Buchautor, ich bin ja auch Erfinder. Das heißt, ich habe eh immer viel zu tun. Und im Handwerk ist gerade sehr anspruchsvoll, weil natürlich die Situation mit meinen Malerbetrieben, du musst viele Dinge beachten. Nicht mehr als 2 Mitarbeiter im Firmenfahrzeug. Sicherheitsabstand, Sicherheitsvorkehrungen, Riesenthema. Das ist das eine. Das andere ist, wie gesagt, ich starte im Spätjahr mit meiner ersten eigenen Vortragsserie, heißt Zukunft Handwerk. Da kommt mir meine Popularität als Comedian natürlich zugute. Mhm. Da erscheint auch bis dahin mein zweites Buch. Aber das Thema Comedy, vielleicht nur eins, wollte ich nur kurz zwischen beantworten, weil du sagst, klar, viele können sich nicht vorstellen, das ist der Olli, der sitzt im Auto, erzählt sich selber Witze. Was macht er auf der Bühne? Und wie du richtig sagst, die Menschen, die bei meiner Show waren, sagen 95-98%, live ist besser als im Auto. Ja. Also Auto ist zum Anteasern in der Zwischenzeit für meine Live-Junkies, sage ich jetzt mal. Aber live gefällt mir persönlich auch besser. Es ist anders. Es gefällt mir besser, als allein im Auto zu sitzen, weil wie du sagst, du kriegst natürlich sofort, du hast sofort das Feedback, die Rückinformation, wohin geht die Reise. Und es gibt auch Witze dabei, die überhaupt nicht ankommen und dann muss halt drauf reagieren, dann sage ich entweder, okay, den spiele ich nachher nochmal, vielleicht kommt er dann besser an, aber das sind so Dinge, und dann merkst du, und das sind ja unglaubliche Schwankungen. Ja. Ich habe in Zürich, bin ich mal auftreten, Dienstagabends, werde ich nie vergessen, kam beinahe zu spät, wegen Zoll und allem, und ich gehe auf Bühne und Volkshaus Zürich ausverkauft und da sitzen nur Männer im Anzug mit Hemd und Krawatte und Frauen im Kostüm. Und ich so, oh Gott, Olli, was machst du jetzt mit der unteren Schublade? Und genau das Gegenteil war der Fall. Je tiefer ich mit dem Niveau bin, umso besser war die Stimmung. Ja. Umgekehrt habe ich es auch schon in anderen Städten erlebt, wenn ich dann die untere Schublade so einen Spalt aufmache, Stimmung plötzlich, wupp, kipp. Ja. Und dann musst du natürlich reagieren. Das ist so my Challenge. Ja. Aber jetzt aktuell, um die Frage dann final zu beantworten, finalmente, wie der Spanier sagt, gibt es so, ich sage jetzt mal, das Fernsehformat Witz vom Olli ist fertig. Ich habe die ersten 6 Drehbücher auf dem Tisch. Im Augenblick laufen Verhandlungen mit Sendern. Mehr darf ich noch nicht verraten. Und da muss ich natürlich, weil eins ist mir ganz, ganz wichtig und ich danke, dass du das gesagt hast. Ich habe bei keiner Online-Plattform, weder Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, was es so alles gibt, Yps-Heft oder so, monetarisiert. Ich habe Verträge für Angebote bekommen, für Brille, für Hemde, für Uhren, für Schmuck, für Hose, selbst für Schuh. Ich habe jeden Vertrag abgelehnt, weil ich bin in meinem Handwerksbusiness, muss ich Dinge tun, die mir jetzt nicht so leicht fallen, aber da geht es darum, dass meine 25 Mitarbeiter Arbeit haben, ihre Familie ernähren können. Da musst du als Unternehmer die eine oder andere Kröte schlucken. Aber Comedy bin ich vollkommen unabhängig. Da mache ich, was ich will,
Und das mache ich mit Lebensfreude und mit Hingabe. Und deshalb, wenn es zu dem Fernsehformat kommt, dann müssen mindestens 98% Olli sein. Weil ich bin keine Kunstfigur, ich ziehe mir keine Perücke auf. Du, bei dir ist das... Das ist echt hart. Achso, das ist echt hart. Ja, ja, sicher. Apropos echt hart. Apropos echt hart. Gibt es einen sensationellen Witz? Fällt mir gerade ein. Okay, lass ihn raus. Wir haben Zeit. Ein Mann fährt mit seinem Porsche auf einen Behindertenparkplatz. Dann kommt ein Polizist dazu, der steigt aus seinem Porsche und guckt ihn an und sagt, Sie sind doch gar nicht behindert, oder was haben Sie denn? Dann sagt er, Tourette, du Arschloch! Dann macht der Polizist so und sagt, also für mich sieht es nach echt Haar aus. Oh Gott. Ja, gut, den muss man mehrfach hören. Ja, er braucht auch ein bisschen, okay, aber der okay. Zieht rein. Aber nochmal, aber was ich damit sagen wollte, ist, dass ich gesagt habe, wenn ich sowas mache, Thema Fernsehformat, dann möchte ich mich nicht verbiegen, weil es ist für mich ja auch gar nicht greifbar, wie lange läuft der Hype noch. Also jetzt gerade in der aktuellen Zeit, das sind ja Dimensionen, das kann man sich gar nicht vorstellen, habe ich zum Beispiel jetzt bei Facebook fast 500% mehr Betrachter, Zugriffe, Reichweite als normal. Da sieht man, wie wichtig im Augenblick ein Witz ist, Lache ist, Ablenkung ist. Also das ist für mich so ein... Aber ich mache trotzdem nur das, was ich will und das mache ich in der Art, wie ich es schon immer gemacht habe. Und deshalb sage ich, wer weiß, wann der Hype um Olli und Witz vom Olli rum ist, wenn ich das Thema Fernsehen angehe, dann will ich mich nicht zum Idiot machen. Dass jeder hinein sagt, das hat er bloß gemacht wegen der Kohle oder so irgendwas. Genau. Also, und deshalb, ich will immer erhobenen Hauptes durch meine Heimatstadt Pforzheim laufen. Ich grüße an der Stelle alle Pforzheimer. Ich liebe Pforzheim und ich weiß, Pforzheim, da tut sich in der nächsten Zeit was. Und ich bin froh drum, weil es leider zu oft unter Wert verkauft wird. Aber ich will erhobenen Hauptes durch Pforzheim gehen und nicht so nach dem Motto, jetzt fehlt bloß nur, dass er in den Dschungel geht oder so. Das mache ich nicht, da bin ich jetzt alt dazu. Schön, du hast ja schon gesagt, du machst das, auf was du Lust hast. Schön, dass du Lust hattest, heute hier da zu sein, das Projekt Gloria weiter zu unterstützen. Ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank von meiner Seite aus. Olli, mach's gut. Ich drücke alle Daumen, die ich habe. Dass du weiterhin so erfolgreich bist und eben genau bleib so, wie du bist. Danke das ist dir. Das Schönste. Danke dir. Und ich möchte von meiner Seite aus sagen, ich unterstütze dich und ich unterstütze das ganze Thema, was ihr hier macht, weil es einfach wichtig ist, Kulturstädte am Leben zu halten. Ja, das ist, ja, das, manchmal, man hat es ja vor dem Auftritt auch schon mal über das Thema, manchmal wird sowas auch leider politisch vernachlässigt, wird zu wenig unterstützt und ich finde es einfach wichtig. Und Kultur ist so vielfältig. Das kann Witz vom Olli sein, das kann ein Zauberer sein, das kann whatever sein und ich finde, da muss man einfach was dafür tun und deshalb bin ich stolz und dankbar, dass ich heute hier sein durfte bei dir. Vielen Dank. Mach's gut. Bis bald. Ja, wir haben eine Rubrik bei unserer Sendung eingeführt, die heißt Couch Wissen. Ja, da wollen wir einfach Wissen, das kein Mensch braucht, verbreiten. Und natürlich fragen uns natürlich auch viele Leute, warum machen wir das eigentlich? Quarantäne ist ja hoffentlich bald rum. So lange kann es ja nicht mehr dauern. Aber dazu haben wir eine ganz andere Statistik. Kommen wir also zur Couch-Statistik und gehen wir einfach mal davon aus, wir haben in Deutschland etwa 83 Millionen Einwohner. Eine Immunisierung von 60%, die wir so für diese Härtenimmunität bräuchten, viele sagen auch 70%, würde bedeuten, dass wir 50 Millionen Einwohner infizieren müssten oder infiziert gewesen sein müssten. So, gehen wir mal hier auf die Neuinfektion, noch jetzt sehr hochgerechnet mit 4.000 am Tag. Und wir gehen jetzt an von abstrusen Dunkelziffer, nämlich von, also scheiße, Entschuldigung, das ist Kack hier. Die Dunkelziffer muss natürlich, das muss man wegmachen hier, sonst ist ja, sonst kann man es ja gar nicht sehen, ist ja eine Dunkelziffer, von 16.000. Also im Endeffekt ist das Vierfache. Dann kommen wir natürlich hier insgesamt auf eine Neuinfektion von 20.000 pro Tag. Das
sind spannenderweise Neuinfektionen von 600.000 im Monat und das natürlich hochgerechnet auf 7,2 Millionen im Jahr. Das heißt natürlich für uns, bei 60% Immunisierung haben wir noch 7 Jahre Showzeit vor uns und wir können 7 Jahre senden und das jede Woche. Wie viel das ist, kann jeder für sich selber ausrechnen. Das kommen wir auf eine ganze Menge Sendungen. Ich freue mich schon drauf. Also, wir haben ein paar Jahre vor uns. Der nächste Beitrag kommt für uns mit der Rohrpost direkt aus der Kanalisation, ist bei uns im Klo rausgekommen und da ist ein kleines Filmchen drin, nämlich vom Ausbilder Schmidt. Der hat nämlich momentan gar keine Internetverbindung, der ist nämlich in seinem Bunker und er hat uns einfach ein Pöstchen durchzukommen lassen. Ja, viel Spaß mit Ausbilder Schmidt. Ja, Kanopke, ich muss auflegen. Der Ted ist dran aus Landau, aus dem Gloria. Ja, ab morgen 6.30 Uhr geht ihr in den Streichelzoo, weil die alles verfüttert haben. Du, Zielinski und Unteroffizier Klein, lasst euch verfüttern, streicheln. So. Befehl ist Befehl, Kanopke, sehr gut. Ja, entschuldige, Ted, ich muss meinen Rekruten ja natürlich noch sagen, was los ist. Ich bin hier im Bunker. Ich habe mich hier verschanzt, ja, damit wenigstens einer überlebt und mir geht's gut. Ja, ich habe alles da, mein Feldtelefon, um weiterhin Befehle zu erteilen. Ich habe hervorragende Nahrung, Hartkekse, lecker Hartkekse. Das ist, also die sind trocken. Leg mal Hartkeks in so einen Eimer Wasser rein, so Eimer Wasser leer, Hartkeks unverändert. Ja, es ist aber, das ist keine Erfindung der Bundeswehr. Die gab es schon lange, lange vor der Bundeswehr. Ich habe neulich einen Hartkeks gehabt, da stand drauf, abgepackt 47 nach Christus. Haltbar, bis Jesus zurückkehrt. Ja, Zigarren habe ich auch da, wenn ich mal schön eine rauchen will. Also mir geht's gut und ich bekomme Feldpost, sehr, sehr viel Feldpost. Neulich hat einer geschrieben, da lässt man einmal was fallen und schon ist man arbeitslos. Brigitte 32, Hebamme, ja. Ich hab aber auch da zurückgeschrieben, den finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ich dachte immer, bei Gewitter kann im Auto nichts passieren. Chantal 16, schwanger, ja. Ja, ich grüße euch hier nach Landau in das wunderschöne Gloria. Habt eine schöne Sendung. Ich hoffe, ich kann demnächst live dabei sein. Muss ja noch ein bisschen im Bunker ausharren. Und verabschiede mich mit einem politisch nicht ganz korrekten Witz. Muss aber auch mal sein. Ist wirklich wahr. Hat mich neulich mein Sohn gefragt. Ich habe ja einen Sohn, einen 15-jährigen Sohn mit dem schönen Doppelvornamen Ruckzuck. Ja, hat mich neulich gefragt. Papa, was ist ein Transvestit? Sag, keine Ahnung. Frag Mama. Der weiß das, ja. Tschüss, Ted. Bis bald. Alles Gute. Und jetzt der Ted Chat. Ja, hallo Freunde, jetzt sind wir wieder im TED-Chat und ich habe heute hier jemanden da. Ich habe mir ja lange überlegt, diese Rolle holländischer Showmaster, was hat man da so als Vorbilder, wie entwickelt sich das? Viele fragen mich das und ich habe heute einen der Vorbilder nämlich heute mit im Chat dabei. Ich freue mich riesig, nämlich einer der holländischen Moderatoren, die jeder kennt, der früher Fernsehen geschaut hat und heute noch ganz viel auf Livebühnen unterwegs ist. Wir haben hier live dazu Harry Weinfurt. Hallo Harry. Hallo Ted. Ja, ich freue mich, dass du mit im Chat dabei bist und dass wir uns ein bisschen überhalten können. Ich habe ja schon gesagt, meine Rolle hat sich so ein bisschen entwickelt aus Zauberei und ich wollte unbedingt einen magischen Showmaster machen. Jetzt vielleicht gleich mal die erste Frage, wie hat es dich denn eigentlich überhaupt in diese Rolle Moderator und das Ganze verschlagen? Wo bist du denn entdeckt worden? Was hast du so erlebt? Also angefangen habe ich als Kindergottesdiensthelfer. Da war ich selber 16, 17 Jahre alt und da habe ich angefangen, für eine Gruppe Menschen zu sprechen. Zwar kleine Menschen, aber es waren Menschen. Und das gab dann später, da war mein Hobby Segelfliegen und da habe ich den Flugtag moderiert und auf einmal war ich dann auf zig Flugtage der Moderator. Dann in der Tourismusbranche, wo ich dann gelandet bin, gab es viele Messen und sehr viele Reisen, die ich gemacht habe, da sitzt man auch am Mikrofon. Also das wurde mir mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Und die Erfahrungen, die ich gemacht habe,
Ja, und irgendwann kam dann der große Moment. Und der große Moment war wo? Kannst du dich da noch erinnern? Wie ist das passiert? Ja, absolut, absolut. Ich war ja in der Reisebranche tätig und ich war selbstständig, hatte ein Marketingunternehmen für Gruppenreisen und ich war mit einer Gruppe Medienfachleute unterwegs in Hollywood, in dem berühmten Hollywood, wo die großen Filme gemacht werden. Und einer der Mitreisenden war der damalige Unterhaltungschef von RTL und der meinte nach 3 Tagen, könntest du dir vorstellen, dass du bei uns eine Gameshow moderierst? Da habe ich gesagt, selbstverständlich, aber du musst mir schon erklären, was ein Gameshow ist, weil das Wort war mir nicht geläufig. Und ich war nicht so ein großer Fernsehkonsument. Und da hat er mir das erklärt, da hat er gesagt, ja, das ist ein Gameshow, das ist ein Quiz und bei diesem Quiz, da können die Leute Konsumgüter gewinnen zwischen 20 und 50.000 Mark. Und ich fand das gigantisch viel und sagte, einmal im Monat, ne? Nee, sagt er, jeden Tag. Da habe ich gesagt, ja, da wäre ich ja ein ganzjahres Weihnachtsmann. Und sagte, genau so sehe ich dich, ja. Obwohl ich damals noch keinen Bart hatte. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, das sieht jetzt schon, wenn du noch ein bisschen länger wachsen lässt, dann kannst du auch als Weihnachtsmann, fehlt nur noch die rote Zipfelmütze und dann hätten wir es schon. Ne? Ja. Ja, klar, ja. Das macht ja auch Spaß, wenn man Leute auch so begeistern kann. Es ist natürlich eine sehr dankbare Show, bei der alle was gewinnen können. Gute Unterhaltung, die Leute freuen sich. Aber war es nicht arg stressig, so von, jetzt sage ich mal, wenn man jetzt als Quereinsteiger jetzt nicht von der Pike auf Fernsehen gemacht hat und dann sagt, okay, jetzt musst du täglich eine Show liefern, beziehungsweise wahrscheinlich ist es ja am Tag öfter aufgezeichnet worden, das heißt mehrere Shows hintereinander, aber ist trotzdem stressig. Also auch gute Laune verbreiten, ne, so ein bisschen Stimmung, das ist, glaube ich, auch nicht gerade ja, so locker von der Hand zu machen. Ich hatte keinen Knopf im Ohr, ich hatte keinen Teleprompter, ich habe mir vor den Shows, wir haben 4 Stück am Tag aufgezeichnet. Wahnsinn. Und ich habe mir vor der Show die Spiele angeschaut, die Preise angeschaut. Ich habe gesagt, das ist das. Und dann habe ich das kombiniert. Das gehört so, das Spiel, die Spielregel, weil ich hatte ja über 60 Spiele. Die Spielregel gehört durch da. Ja, und da stand ich hinter meiner Tür. Und hier ist Ihr Moderator, hier ist Harry Wein vor. Die Tür ging auf und dann läuft man raus. Und dann gab es das übliche Ritual der Mikrofonübergabe, Begrüßung von Walter, Begrüßung vom Publikum im Studio und zu Hause. Und dann ging die Show los. Ich habe das am Anfang, ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten 10, 15 Sendungen waren der Horror. Ne? Das war, ich war zu lang, ich war zu kurz, ich hatte das Timing nicht. Aber so langsam fing ich mich an, in meiner Haut wohlzufühlen. Und sagen wir so, ab Sendung 50 war ich voll drin. Und ich bin mit Begeisterung ins Studio gefahren und ich bin begeistert rausgefahren. Und wir haben 3 Wochen am Stück gearbeitet. Wir haben also 20 Sendungen pro Woche gemacht, 3 Wochen lang. Und dann hatte ich 2 Monate und 1 Woche Pause. Und dann musste die nächste Staffel aufgezeichnet werden. Ja, verrückt. Aber ich war schon 14 Tage vorher, war ich schon heiß drauf, jetzt geht es wieder weiter, Gott sei Dank, es geht wieder weiter. Aber ist man nach den 3 Wochen nicht auch ein bisschen erledigt? Also sagt man auch, es ist gut, dass jetzt mal eine Pause ist? Komplett platt. Platt, genau, ja. Da gehst du nach Hause und da willst du nur noch eins auf der Couch und liegen. Mal nicht zu. Da haben wir ja jetzt gerade Couch, haben wir ja ein gutes Thema, ne? Da sind wir jetzt ja auch wieder gelandet. Jetzt haben wir mal auch Zwangspause, vielleicht für den einen oder anderen auch gar nicht mal verkehrt, mal ein bisschen abzuschalten und mal zur Ruhe zu kommen. Wobei, so richtig zur Ruhe kommst du ja gar nicht. Ne? Du bist ja jetzt schon auch, also die Leute sagen, ja, jetzt ist ja der Preis ist heiß, läuft nicht mehr, was macht denn Harry Weinfurt? Du bist ja noch extremst aktiv, obwohl du ja schon gesagt hast, du bist eigentlich in Rente. Ja, ich habe nach der Preis ist heiß, habe ich eine Kochsendung gemacht, die da hieß, der Reis ist heiß. Das waren auch 440 Folgen. Ich habe Teleshopping gemacht und ich bin immer noch aktiv bei Sonnenklar TV. Also da bin ich Markenbotschafter auch. Also es ist mein Werbepartner, aber ich bin da auch oft auf Reisen gewesen. Und ich war jetzt am Dienstag und am Mittwoch wieder im Studio, weil wir fangen jetzt schon an zu denken für die Zeit nach Corona, weil
die Leute sind alle heiß darauf, wieder reisen zu können. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass die Corona sich so entwickelt und dass auch ein Medikament erfunden wird in schnellster Zeit. Man arbeitet ja weltweit unter Hochdruck daran. Also einer wird den Durchbruch schaffen und dann gibt es einen Impfstoff. Und wenn wir das haben, dann ist eigentlich Corona besiegt. Dann wird auch wieder gereist werden, weil wir können es uns nicht vorstellen, dass Tausende und Abertausende Hotels, Tausende und Abertausende Flugzeuge und Züge stillstehen bleiben, während die Leute eingesperrt sind in ihre Häuser, in ihre Wohnungen, ja, in ihre Apartments. Die wollen raus, die wollen weg. Ja. Die wollen wieder in ihren gewohnten Rhythmus, in ihren jährlichen Urlaub fahren. Und für mich heißt es, ich wollte eigentlich jetzt, in diese Zeit wollte ich in Ägypten sein, Taba Heights, ein absoluter Geheimtipp. Und das habe ich jetzt verschoben auf November. Dann hoffen wir, dass es November weitergeht. Wobei für uns Holländer ist es ja nicht so schlimm. Zu Hause und reisen muss ich ja bei uns nicht mit dem Wohnwagen unbedingt widersprechen. Nein, das ist die einzige Sache. Aber ich weiß, ich habe dir recht, wir hier eben aus auch Location, wir machen das ja eben hier, um zu gucken, wie kommen wir über diese etwas düstere Zeit hinüber weg. Schauen wir mal. Du hast noch was für uns, weil, wie gesagt, wir sammeln ja Geld hier für den Gloria Kulturpalast und du hast gesagt, wir können etwas versteigern von dir und das finde ich ganz toll, vielen Dank. Was ist das denn genau? Das ist ein typisches Holland-Shirt. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das jetzt lesen kann, das ist das Duell Deutschland gegen Holland, das Duell. Und ja, da habe ich also mit, und hinten drauf steht noch mein Name ganz deutlich. Das ist super cool, sehr schön. Ihr seht das wahrscheinlich jetzt spiegelverkehrt, ne? Ja. Nee, passt. Aber also für mich passt, okay. Also dieses Shirt habe ich einmal getragen während dieser Fernsehsendung und es ist ein Markenhemd von Erima, hat die Größe, ich glaube 8 oder 6, 7, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall groß genug, weil ich passe auch rein. Und dieses Shirt gibt es nur einmal auf der gesamten Welt. Das ist also ein Unikat. Das ist vom ZDF, das ist mit Harry Weinfurt drauf. Das ist so viel Geld wert, dass wir wenigstens die Stromrechnung für die nächsten 2 Wochen vom Gloria Palast damit bezahlen können. Also bitteschön, und der Hausmeister soll auch noch was kriegen. Also bitteschön, bietet ordentlich. Super. Harry, tausend Dank, dass du live mit dabei warst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Es hat mich riesig gefreut. Ich glaube, wir müssen unbedingt mal zusammen in Urlaub, sobald es wieder geht. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Mach's gut. Tschüss. Tschüss und alles Gute an alle Zuschauer und natürlich an euer Team. Danke. Bleibt gesund. So, Freunde, das war's mit der ersten Comedy Couch aus dem Gloria Kulturpalast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ne? Und dann hoffe ich, dass wir uns auch nächste Woche beim Freitag alle wiedersehen. Macht's gut. Also, ich meine, ich kann euch jetzt nicht sehen, ist ja völlig klar, ist ja eine Einbahnstraße, aber ich hoffe, ihr seht mich und meine Gäste nächsten Freitag wieder einschalten. Macht's gut. Tschüss.